Leute, einen wunderschönen guten Morgen mal durch den Spiegel. Ich stelle euch jetzt hier auf. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist Mittwoch. Vom Äußeren würde man denken, ein Tag wie jeder. Sieht aus wie ein Tag. Ich bin gerade fertig. Ich muss meine Haare machen. Ich hatte die über Nacht nicht aufgemacht und nicht gekämmt. Obwohl, ich kenne die ja echt selten, meine Haare. Heute kommt mein Sofa von Ikea. Mein kleiner Schrank, ich freue mich. Ich wollte erstmal die ganze Müll und Brüll aus meinem Schlafzimmer, da stehen die ganzen Kisten und nur in der Mitte ist meine Schlafstätte. Meine Matratze nicht da. Jetzt kann ich auch das Bett bestellen, ich freue mich. Wollte ich eigentlich erst alles in die Wohnstube räumen, damit ich in Ruhe die großen Packs schreibe. Ich möchte die am Sonntag aufbauen. Am Sonntag habe ich nämlich frei. Jetzt gehe ich am Zettel in den Hausflur reinhängen. Gar nicht soll, aber kann auch nicht Nein sagen. Kann, Mama kann nicht Nein sagen, ne? Komm mal hier. Er will immer kuscheln. Er will immer kuscheln. Früher wollte der nie kuscheln mit mir, ne? Und seitdem wir alleine sind, kuschelt er immer mit mir. So, ich zeige euch jetzt ganz kurz mein Action. Als erstes kann ich euch hier. Ich habe mir Hausschuhe. Vorsicht. Nein. Vorsicht. Nein. Komm, mach jetzt mal Platz. Nein, da ist nichts für dich. Da ist auch was für dich. Guck mal, jetzt ist Schluss. Platz machen. Man muss auch mal ein ernstes Wort reden. Guck mal, die habe ich mir bei Action gekauft. Richtig warm. Und dann ist die Tiefgarage. Und ich merke das schon, das ist ganz schön fußkalt. Also, ich trage Hausschuhe. Ich hasse Hausschuhe, aber die sind wirklich süß. Die kommen, glaube ich, nur 8,99 €. Genau, 8,99 €. Action, voll geil, gell? So, dann wollen wir weiter gucken, ne? Dann kaufe ich da immer diese Zwiebelrollen, weil die immer ganz groß sind. Ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. Die glauben, 99 Cent oder so. Also ich habe eine mir gekauft, als ich hier eingezogen bin. Und jetzt haben wir Dezember, jetzt wohne ich hier September, Oktober, November. Also 3 Monate reicht bei mir so eine Rolle. Also, deswegen. Dann habe ich mir so eine Handschuhe gekauft, die sind ein Thermo, die hatte ich schon mal, die waren richtig gut.
Wenn ich dann mit dem Koffer rausgehe, mit der Leine, ist das immer ganz. Also, ich kann nicht genug Handschuhe haben, genug Mützen und genug Schals. Schals. Weil, wenn wir draußen sind, man muss auch mal was in die Wäsche packen. Und ich habe in Berlin, in meinem Lager, habe ich noch richtig viel. Aber was man hatte, hat man. Ne? Kann ja sein, dass irgendwann mal Stromausfall ist und, oder man kann nicht mehr heizen. Gell? Dann habe ich mir einen wunderschönen Planer gekauft fürs nächste Jahr. Das ist richtig schön. So von innen, müsste ich euch mal zeigen, richtig? Schaut mal, da kann man richtig schön die To-Dos reinschreiben. Jeder Tag hat. Guck mal, jetzt hör doch mal bitte auf. Zeige ich das mal, guck mal rüber. Schaut mal, jeder Tag, das ist der Tag, da kann man wegen einer Geburtstag schreiben, die Verabredung, die To-Dos, dann Notizen für den jeweiligen Tag. Also, wenn ich dann jetzt nächstes Jahr wieder die Schulbank drücken muss, wisst ihr Bescheid, da brauche ich sowas. Weil ich halt auch noch mit dem YouTube und dann habe ich auch noch meinen Nebenjob. Oh, warte, stelle ich mal jetzt richtig hin. Ja, so. Das kann, glaube ich, auch. Was waren das? 7 Euro? Nein, 2 Euro. Das waren ganz günstig. Ich habe echt nicht viel bezahlt. Dann habe ich mir hier so ein Knoblauchöl geholt. Dachte ich, cool. Manchmal kaufe ich auch einfach nur, was dekorativ schön aussehen würde, obwohl diese Flasche jetzt nicht so schön ist. Keine Ahnung. Dann habe ich mir so eine Schrauben- und Dübelbox gekauft. Da sind Dübel dann und Schrauben, ja. Brauche ich ja jetzt so. Ich werde mir da auch einen richtigen Koffer kaufen. Irgendwann muss ich, vor allen Dingen ist es total krass, ne? Bevor ich in diese Partnerschaft, also es ist immer so. In einer Partnerschaft sorgt einer oder der andere ja aus, weil man ja sonst alles doppelt hat, ne? Und wenn diese Partnerschaft sich beendet oder zu Ende geht, dann hat man irgendwie gar nicht mehr. Also ich hatte Werkzeug ohne Ende. Ich habe gar nichts mehr. Ist auch jetzt egal. Ist jetzt nicht so. Dann habe ich mir hier so ein Viererpack Schlippis gekauft in der M. Sind ganz gut, wenn man seine hat. Nehme ich mal. Dann habe ich mir hier so einen Fettlöser für diesen Küchenschrank. Könnt ihr euch erinnern? Für diesen Küchenschrank geholt. Das soll ganz gut sein. Dann habe ich mir Salatbesteck gekauft, goldenes, zu meinem goldenen, passenden Besteck. Hübsch aus meinem Schatz. Dann habe ich mir schwarzes Klebeband geholt, weil, kann ich euch erzählen, im Bad ist ja diese Handtuchleiste dran und das ist, glaube ich, festgeklebt an den Fliesen. Es ist, neben dem Waschbecken hat man ja auch da so, habe ich da auch so ein, zwei Sachen, die nicht richtig abgehen. Da mache ich jetzt einfach schwarzes Klebeband rum. Ich will mir ja auch eine schwarze Dusche kaufen. Also hier zum Abduschen. Was habe ich jetzt? Achso, nochmal einmal Holzlöffel. Dann mit der Kuppe. Oh, die hat mal Schokolade. Ich hatte gestern Abend so Appetit auf Schokolade. Die muss sein. Die schmeckt so gut. So gut schmeckt die. Das riecht Kuppe, ne? Kann das sein? Kann er nicht riechen. Dentalsticks. Ich dachte immer, da ist ein großer drin, aber es sind ganz viele kleine drin. Mutti hat in der Küche schon. Mama hat in der Küche doch schon welche, mein Schatzi. Du darfst nicht so viel essen, du wirst wieder so dick. Wir wollen nicht, dass du dick wirst. Dann habe ich mir ganz viele Red Bulls gekauft. Und dann habe ich mir so Parfümtasche gekauft. Oh, das riecht ganz gut, fand ich. Bisschen wie Lenor. Ich nehme ganz gerne. Ich habe jetzt eine teure Ariel oder so. Aber egal. Und dann habe ich noch eine ganz hübsche schwarze Kerze. Die riecht auch schön. Guck mal, mein Schatz. Da habe ich mir noch eine Jogginghose gekauft. Die ist aber schon in der Wäsche. So eine graue. Hatte ich gestern an. Auf Arbeit. Weil manchmal ist das ein bisschen bequemer, wenn ich zur Arbeit fahre. Was haben wir denn hier? Achso, hier haben wir wieder diesen Kassenzettel vom Bauhaus. Das war der eigentlich schon. Ach nein, dieses Tablet, wo mein Parfüm drauf ist im Bad, habe ich euch das gezeigt? Zeige ich euch gleich, habe ich auch noch gekauft und bezahlt habe ich. Warum war denn das trotzdem so teuer?
Ach so, ich habe noch was an, ganz anderes tolles Handy. Gehört jetzt mal so. Ach, oh, man merkt schon, man wird älter. Ich habe mir einen schwarzen Sandhocker für den Flur gekauft, damit ich meine Schuhe anziehen kann. Oh Gott, mein Füße tun mir so weh, Leute. Schaut euch diesen Sandhocker an. Ist der nicht hübsch? Der ist so schön. Der kam 15 Euro. Ja, weil es ja hier in der Wohnung eigentlich optional beige sein soll mit schwarzen Accessoires. Oh, wie er guckt. Und hier ist diese Jogginghose, die ich mir gekauft hatte. Nein, also. Die ist jetzt auf links. Kam irgendwie auch plus 8 Euro. Mann, für zu Hause ist die total geil. Es gibt kein Action Hall. Viel Money im Kind. Aber halt, ich wollte euch das mal zu kurz zeigen. Dann ist hier dieses. Hier habe ich meine Parfüms drauf. Bisschen Ordnung machen, ja. Bisschen Ordnung muss ja mal sein hier. Genau. Und hier bin ich. Wo seht ihr mich? Ja, ihr seht mich. Ihr müsst mich einfach sehen. Hier bin ich. Ja. Jetzt wollte ich schon mein Bad noch sagen, das war es eigentlich. Ne? Der Hocker kam 15 Euro, das kam 8 Euro, dieses Tablett da, glaube ich. Die Hose kam auch 8 Euro. Die Hausschuhe kam auch 8 Euro. Ja, okay, gut, dann kommt alles dann so mit. Ich glaube, fast 80 Euro bezahlt, ich weiß es gar nicht. Aber ich finde, in Action findet man ja immer irgendwas, gell? Jetzt werde ich schnell noch durchsaugen und ich werde schnell mein Online-Banking machen, das ist ganz wichtig. Weil ja, dass das alles gerade läuft. Dann, ja, muss ich schon so los zur Arbeit gleich. Also, die Kuppel liegt da. Jetzt habe ich mir etwas essen gemacht. Schaut mal hier. Wie schön, oder? Das sieht immer so lecker aus. Den schüttelt man dann. Also Joghurt, Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen, bittere Erdbeeren und ein paar so Schokotopper. Also ein paar Cocktail trinke ich nachher zum Abend noch. Ja, wie war denn? Heute Morgen habe ich nämlich nur Tellerbrötchen gegessen. Habe ich schon mal bunte Tellerbrötchen mal gehabt. Jetzt habe ich hier schon alles sauber gemacht wieder, wie man sieht. Und Geschirrspüler mache ich jetzt zu. Jetzt muss ich gucken, noch, ich muss mein Online-Banking noch machen. Ist ja auch wichtig, gell? Online-Banking ist auch wichtig. Und mein Bad wollte ich noch wenigstens schnell saugen. Und dann dürfen sie wirklich endlich mal kommen. Heute, meine Möbel ist da. Ich freue mich richtig. Aber ich muss sagen, man muss das ja mal beziehen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich mit der Wand matcht. Jetzt bin ich mir schon wieder unsicher. Ich mache mal so weiter weg. Keine Ahnung. Ich bin immer so schnell unsicher mit allem. Aber es wird schon gehen. Ich freue mich. Was ist das denn? Ach, das sind die einige Böden, oder? Ich weiß ja gar nicht, fehlt da nicht was? Und diese Kleiderstangen? Egal. Ich werde mich jetzt. Ich werde jetzt mit dem Cooper schnell mal eine Runde gehen. Der wartet die ganze Zeit. Ich habe zwischendurch jetzt noch E-Mails geschickt. Online-Zahlung gemacht. Ich habe alles wieder gemacht, was ich mir vorgenommen habe.
Und jetzt habe ich mir noch vorgenommen, eine große Hunderunde zu gehen. Ich liege auch zeitlich sehr, sehr gut. Wir haben noch vor 1:30. Gehst mit dem Kuppa noch mal eine große Runde. Und da muss ich arbeiten.